Kannst du das hören? Dein Herz klopft kaum noch. Du kannst nicht einmal mehr ein paar Schritte mit deinen langen, schwachen Beinen machen. Gleichzeitig sieht dein Körper aufgedunsen aus und dein Gesicht ist geschwollen. Du reibst dir mit den Händen die hervorstehenden Augen, aber du kannst immer noch nichts sehen. Glaubst du, dir ist etwas Schreckliches passiert? Nein. So werden Menschen, die in der Schwerelosigkeit auf Raumstationen geboren werden, in Zukunft aussehen. Und diejenigen, die auf anderen Planeten zur Welt kommen, werden sich sogar noch mehr von den Erdbewohnern unterscheiden. Nehmen wir mal an, die Menschen haben das gesamte Sonnensystem kolonisiert. Wie würdest du aussehen, wenn du nicht auf der Erde geboren wärst? Es ist dunkel und ruhig in deiner Wohnung. Du schläfst selig und Probleme weit weg. Plötzlich spürst du im Schlaf, wie etwas Schweres auf deine Brust drückt und eine klebrige Substanz tropft auf dein Gesicht. Als du deine Augen öffnest, siehst du helles, blendendes Licht und dann riesige, hervorstehende Augen. Hab keine Angst, das ist nur eine Katze. Du hast deine Arbeit verschlafen und dein Haustier ist am Verhungern. Der Wecker hat versagt und auch die Sonnenstrahlen haben dich nicht geweckt. Denn die Atmosphäre des Jupiters, wo du geboren wurdest, besteht hauptsächlich aus Schichten aus Wasserstoff und Helium. Deshalb ist der Planet komplett mit dichtem Nebel bedeckt und das Licht wird hier gestreut und erzeugt nur einen schwachen Schein. Aber deine Katze hat ihre eigene Lampe auf dem Kopf, damit sie dir den Weg in die Küche leuchtet, um so schnell wie möglich ihre Portion Katzenfutter zu bekommen. Jupiter ähnelt einem Wasserstoffozean, sodass die Tiere hier den verschiedenen Unterwasserlebewesen sehr ähnlich sind. Da auf diesem Planeten die Fähigkeit, im Dunkeln zu sehen, deiner Katze nichts nützt, hat sie einen Glühfaden auf ihrem Kopf entwickelt, wie man ihn von Seeteufeln kennt. Er enthält biolumineszierende Bakterien, dank derer der Faden im Dunkeln wie eine kleine Glühbirne leuchtet. Das ist genau das Richtige für den nebligen Jupiter. Die großen Kulleraugen helfen der Katze wenigstens ein bisschen klarer zu sehen. Auch wenn sich die Küche im Nebenraum befindet, wird die Reise dorthin eine Weile dauern. Denn die Schwerkraft des Jupiters ist 2 bis 5 Mal stärker als auf der Erde. Dadurch bewegen sich die Menschen hier viel langsamer. Laufen und Springen übersteigt selbst die Kräfte der sportlichsten Jupiterianer. Auf halbem Weg fällt dir ein, dass du zu spät zur Arbeit kommst und du drehst dich zum Badezimmer um dich zurechtzumachen. Du stolperst die ganze Zeit und kannst kaum das Gleichgewicht halten. Die Sache ist die, du hast eine Wohnung in einem Gebäude gemietet, das auf einer schwimmenden Plattform steht. Es hält sich dank der ununterbrochenen Zugkraft über Wasser und nutzt die Atmosphäre des Jupiters als Treibstoff. Das war die optimalste Variante für Bauten auf dem kolonisierten Planeten, auf dem es keine festen Oberflächen gibt. Allerdings fühlen sich die Menschen in den Wohnungen manchmal seekrank. Du wäschst dich, putzt dir die Zähne und betrachtest dich im Spiegel. Du bist ein recht ansehnlicher menschlicher Isopode. Die Menschen hier teilen zahlreiche Merkmale mit Unterwassertieren. So hat die Evolution dafür gesorgt, dass sich ein Mensch in der hiesigen Umgebung wohlfühlt. Den harten Chitinpanzer hast du von den Asseln der Krustentiere übernommen. Hier schützt er dich vor der Strahlung des Jupiters. Die Membranen zwischen deinen Fingern, wie sie auch bei Fröschen zu finden sind, helfen dir, dich durch die dicken Wasserstoffschichten zu manövrieren. Aufgrund des hohen Drucks und der hohen Dichte der Atmosphäre ist dein Körper breiter und massiver als der von Menschen auf der Erde. Übrigens wirst du viel wiegen, aber nicht wegen deines enormen Bizeps. Es ist nur so, die Masse des Jupiters ist 316 Mal größer als auf der Erde. Und deshalb ist die Schwerkraft auf dem Planeten höher und die Menschen sind viel schwerer. Wenn dein Gewicht auf der Erde zum Beispiel 68 Kilogramm beträgt, auf dem Jupiter mit der gleichen Körperstruktur wirst du knapp 160 Kilogramm wiegen. Auch aufgrund der hohen Konzentration von Methan in der Atmosphäre des Planeten sieht deine Haut blau aus. Das liegt daran, dass das Gas den Großteil der roten und gelben Strahlen absorbiert und nur den blauen Teil des Spektrums durchlässt. Sie rufen dich von der Arbeit aus an. Der Videolink zeigt deinen Chef aus der Zentrale, die sich auf der Venus befindet. Die einzigen Lebewesen, die auf diesem Planeten überleben können, sind Keime. Denn die Atmosphäre enthält Phosphin, das für alles giftig ist, was Sauerstoff atmet. Deshalb sieht er aus wie eine Amöbe mit zahlreichen Pseudopodien anstelle von Beinen.
Er ist empört, weil du schon wieder zu spät kommst. Und du solltest ihn besser nicht verärgern, denn die Venusbewohner leben und leiden unter nicht enden wollenden Kopfschmerzen. Das liegt daran, dass der Druck auf der Venus derselbe ist, wie wenn du tauchen würdest, 2 Kilometer tief in einem Ozean auf der Erde. Dein Chef schreit dich wütend an, aber er klingt ein bisschen wie Dagobert Duck. Die dichte Atmosphäre der Venus überträgt den Schall schneller als die der Erde. Das hat zur Folge, dass die Stimme auf einer höheren Frequenz schwingt und quietschend wirkt. Die Verärgerung deines Chefs hört sich zwar sehr lustig an, aber dir ist klar, dass es kein Scherz ist. Und du riskierst deine Entlassung, wenn du jetzt nicht an deinem Arbeitsplatz auftauchst. Das wäre doch ein totales Desaster, denn du wolltest dir eigentlich ein Ticket zum Unterhaltungskomplex kaufen, der in den oberen Schichten der Jupiter-Atmosphäre schwebt. Das Einzige, was du tagelang siehst, ist der dumpfe Nebel. Aber dort oben, von der Aussichtsplattform des Komplexes, kannst du die Satelliten sehen, die insgesamt 95 sind. Und die schönen bunten Bänder, die den Planeten durchziehen. Das Schönste, die Ringe des Jupiters. Weil du vergessen hast, deine Katze zu füttern, springst du schnell in dein Hovercar und eilst zur Arbeit. Doch die Wetterbedingungen vor Ort sind meist ungünstig für den Arbeitsweg. Starker Wind, Gewitter, Blitze. Moment mal, schaust du überhaupt auf die Straße? In der Eile hast du eine falsche Abzweigung genommen und bist im berühmten großen roten Fleck gelandet. Das ist ein gigantischer Sturm auf dem Jupiter von 16.500 Kilometern im Durchmesser, der seit über 300 Jahren tobt. Dein Fahrzeug ist beschädigt und die Windschutzscheibe hat einen Riss. Dadurch zerbricht sie und du fällst heraus. Die Gase, aus denen der Jupiter besteht, stehen unter hohem Druck, sodass du in einer Sekunde zerquetscht wirst. Kann man auf einem anderen Planeten mehr Glück haben? Du wachst nach einem Mittagsschlaf auf, das 30. Mal an diesem Tag. Es ist so, dass die Länge eines Tages auf Merkur, wo du geboren wurdest, gleich 59 Tage auf der Erde ist. Insgesamt besteht ein Jahr hier aus 88 Erdtagen. Das liegt daran, dass dieser Planet der Sonne am nächsten ist. Trotzdem ist es in deinem Schlafzimmer kühl, aber außerhalb der Kolonie ist es die absolute Hölle. Die Tagestemperatur auf dem Planeten kann 430 Grad Celsius erreichen. Ein Haus auf dem Merkur zu mieten war nicht billig, denn der Bau der Kolonie erforderte unglaublich teure Materialien. Wissenschaftler entwickelten neue wärmeisolierende Materialien, um die Raumtemperatur ähnlich wie auf der Erde zu halten. Denn sogar Aerogel, ein poröses Material mit extrem niedriger Wärmeleitfähigkeit, das auf der Erde in der Raumfahrtindustrie verwendet wird, ist hier geschmolzen. Außerdem ist dein Haus mit den neuesten speziellen Kühlsystemen ausgestattet, damit die Elektronik nicht überhitzt. Die Wände der Kolonie sind unglaublich dick, denn das Merkurwetter ist wie in London wegen der ständigen Regenschauer. Allerdings sind es hier Meteoritenschauer. Auf Merkur hast du also keine Chance, melancholisch im Regen mit einem Regenschirm und Radiohead-Songs in den Ohrstöpseln spazieren zu gehen. Du gehst ins Bad, um dich zurechtzumachen. Es ist wieder kein Wasser im Wasserhahn. Hier wird es aus Eis gewonnen, das an den Polen des Planeten enthalten ist. Es ist nur in den Merkurkratern zu finden, die sich im Dauerschatten befinden. Kurz gesagt, Wasser ist auf diesem Planeten eine sehr teure und begrenzte Ressource. Aber du kannst auch ohne es auskommen. Um dich zu waschen, brauchst du wahrscheinlich eine Isopropylalkohollösung, die sich perfekt zum Polieren von Metall eignet. Der Punkt ist, dass die Menschen auf Merkur wie Hybride aus Terminator und Edward Cullen aussehen. Um ihren Körper vor der starken ultravioletten Strahlung und den hohen Temperaturen zu schützen, ist ihre Haut dicker als die der Erdbewohner. Außerdem enthält sie metallische Elemente, die helfen, die Sonnenstrahlung zu reflektieren. Das Atmungssystem brauchst du hier eigentlich nicht, denn Merkur hat keine Atmosphäre, also hat dein Metallgesicht keine Nase. Und deine Augen ähneln einer dicken und breiten Sonnenbrille. Sonst würdest du einfach blind werden, denn die Sonne auf Merkur scheint 6-mal heller als auf der Erde. Oh, dein Telefon klingelt. Du brauchst keine Angst zu haben, es ist nur ein Pizzabote. Sein Akzent verrät, dass er nicht von hier ist. Er kommt von Titan hierher
um einen Nebenjob zu erledigen. Seine beängstigende Stimme ist ein Erkennungsmerkmal aller Titanier. Die dicke, kalte Luft seines Heimattrabanten verlangsamt die Schwingungen der Stimmbänder und die Geschwindigkeit des von ihnen erzeugten Tons, wodurch die Stimme tiefer und rauer wird. Du bist draußen auf deinem Rasen, aber pass auf, denn deine Schildkröte hüpft irgendwo herum, obwohl es schwer wäre, sie nicht zu bemerken. Die meisten Tiere auf der Erde haben ein weißes, flauschiges Fell, das das Licht gut reflektiert und ihre Haut vor Sonneneinstrahlung schützt. Außerdem haben merkurianische Schildkröten sehr lange Zungen, wie Chamäleons. Die Tiere brauchen sie, um Wasser aus unterirdischen Quellen oder tiefen Spalten in Kratern zu trinken. Und ja, die einheimischen Schildkröten können, wie auch die Menschen, dreimal höher springen als auf der Erde. Das liegt daran, dass Merkur etwa 3,5-mal kleiner als unser Planet ist, während seine Schwerkraft die gleiche ist wie die des Mars. Aber du vergisst deine Schildkröte und die Tatsache, dass du Hunger hattest, als du siehst, dass der Pizzabote deinen Briefkasten getroffen hat. In einem Wimpernschlag hebst du sein Auto wütend über deinen Kopf und schleuderst es so weit, dass es aus dem Blickfeld verschwindet. Dank der Schwerkraft kannst du schwere Gegenstände auf dem Merkur leicht anheben. Du rennst auf den unglücklichen Pizzaboten zu, als du plötzlich feststellst, deine Nachbarn scheinen die Polizei gerufen zu haben. Ja, auch auf Merkur solltest du dich wie ein vernünftiger Mensch verhalten, der sich unter Kontrolle hat und niemals Gewalt anwendet, um Probleme zu lösen. Du versuchst mit gewaltigen Sprüngen zu fliehen, aber du kannst nicht überleben, denn du wirst es nie außerhalb der Kolonie schaffen. Das Leben auf deinem Planeten ist auch eine schwierige Sache. Gibt es wirklich keinen Platz für dich in diesem Universum? Obwohl es Nacht ist, schläfst du nicht. Aus deinem Wohnungsfenster eröffnet sich dir ein Blick auf atemberaubend schöne Polarlichter. Du liebst es absolut, stundenlang so zu sitzen und den Himmel zu beobachten. Neben den Polarlichtern ist Plutos Trabant Charon, der dem Planeten sehr nahe ist, nicht weniger faszinierend. Zum Vergleich: Ein Mensch auf der Erde, der den Vollmond betrachtet, kann ihn mit dem Daumen eines ausgestreckten Arms abdecken. Aber um Charon, der über dem Pluto steht, abzudecken, brauchst du deine ganze Faust. Aber das ist leider das Einzige, was du an diesem Zwergplaneten mögen wirst. Wohnungen auf Pluto sind am billigsten, denn das Leben hier ist unerträglich. Und es gibt so gut wie keine Nachfrage nach Immobilien hier. Und das liegt daran, dass Pluto das am weitesten von der Sonne entfernte Objekt ist. Die Temperaturen hier sind extrem kalt und können bis auf minus 240 Grad Celsius fallen, weswegen der Planet mit Eis bedeckt ist. Außerdem ist die Strahlung hier sehr hoch. Die Regierung und die Elite von Pluto leben in Villen, die unter dem Eis gebaut wurden. Unter der Oberfläche von Pluto gibt es nämlich einen Ozean aus flüssigem Wasser, der ein perfekter Ort zum Leben ist. Die Wohnungen der Elite ähneln den Bunkern der Aristokraten auf der Erde. Aber auf Pluto sind sie mit starken Heizungen und Sauerstoffvorräten ausgestattet. Hier gibt es ganz normale Häuser, Restaurants, Fitnessstudios und Casinos. Nur sind alle umgebenden Wände mit einer Wärmedämmung versehen. Aufgrund des Mangels an natürlichen Lichtquellen sehen die Menschen hier allerdings wie Nacktmulle aus, obwohl sie bekleidet sind. Die einheimischen Tycoons genießen ein komfortables Leben, was bei dir kaum der Fall ist. Deine Vorfahren haben sich vor ein paar Jahrhunderten auf Pluto niedergelassen. Als einfache Arbeiter bekamen sie Häuser in Siedlungen auf der Oberfläche des Planeten. Das sind einfache, in den Fels gehauene Hütten, die Höhlen ähneln. Im Laufe der Zeit veränderten sich die Umrisse der Menschen und der Körper passte sich allmählich an die bittere Kälte und andere Bedingungen des Planeten an. Jetzt hast du ein Aussehen, das du gar nicht mehr in den Spiegel gucken möchtest. Während auf anderen Planeten die Menschen massiver und athletischer wurden, siehst du sehr gebrechlich aus. Die Schwerkraft des Pluto ist viel geringer als die der Erde, was bedeutet, dass jemand, der 45 Kilogramm auf der Erde wiegt, 3 Kilogramm auf dem Pluto wiegen würde. Außerdem führt die geringe Schwerkraft dazu, dass Muskeln und Knochen schwächer und dünner werden. Infolgedessen vergrößern sich die Abstände zwischen den Wirbeln. Das macht dich zwar größer, schadet aber auch deiner Haltung, da deine Wirbelsäule größtenteils ihre Funktion verliert. Kurz gesagt, du siehst aus wie ein großes, dünnes und krummes, spinnenartiges Wesen.
Das könnte der Grund sein, warum alle denken, dass nur Verlierer auf dem Pluto leben. Was man vom Mars nicht behaupten kann. Der Wecker klingelt. Du springst aus dem Bett und machst dich in genau einer Minute fertig. Heute ist ein wichtiger und verantwortungsvoller Tag. Du ziehst in den Krieg. Die Marsbewohner haben diesen Angriff auf den Saturn schon lange geplant. Der Grund dafür ist, dass die Trabanten des Saturn reich an verschiedenen Fossilien sind. Zum Beispiel auf dem Titan hat man Seen und Meere gefunden, die aus flüssigem Methan bestehen. Während der Rest der Monde Eisen, Magnesium, Aluminium und Silizium enthält. Aber die Saturnianer benutzen sie nicht nur nicht selbst, sie weigern sich auch, sie zu teilen. Diese Menschen zu vernichten wird nicht schwer sein. Das liegt daran, dass der Saturn, genau wie sein gasförmiger Nachbar Jupiter, eine riesige Wolke aus Wasserstoff und Helium, ohne festen Boden und mit starken Winden ist. Das bedeutet, dass die Menschen auf diesem Planeten Quallen ähneln. Du kannst in der dichten Atmosphäre des Saturns nur leben, wenn dein Körper einer gallertartigen Glocke ähnelt, die sich zusammenzieht und ausdehnt. Die Marsianer machen sich über sie lustig und nennen sie rückgratlos, denn wegen des hohen Drucks auf dem Saturn haben die Bewohner nie ein Skelett entwickelt. Im Gegensatz zu ihnen bist du, ein Marsianer, groß und robust. So widerstehst du der schwachen Schwerkraft des Mars, die hier 38% geringer als auf der Erdoberfläche ist. Um deine Haut vor der Strahlung zu schützen, produziert dein Körper nicht wie auf der Erde Melanin, sondern Carotinoide. Das sind Pigmente, die Karotten, Tomaten und Orangen ihre Farbe geben. Du siehst also aus, als würdest du in hellen Flammen stehen wie Lovely von DC Comics. Wenn man bedenkt, dass der Mars eine staubige, steinige und kalte Wüste ist, könntest du hier nur deine körperliche Fitness perfektionieren. Aber du bist kein gewöhnlicher Soldat, sondern auch ein militärischer Hundeführer. Die Hunde auf diesem Planeten sind nicht weniger muskulös und stark als ihre Besitzer. Sie sind außerdem dunkelorange und haben kleine Antennen auf dem Kopf, die notwendig sind, um Sonnenlicht besser einfangen zu können. Denn um das Wachstum auf die Haltbarkeit der Knochen zu ermöglichen, müssen alle lebenden Organismen Vitamin D, das dem Körper hilft, Calcium und Phosphor aufzunehmen, sammeln. Du hast in den letzten Jahren zahlreiche Hunde ausgebildet, die Saturnianer angreifen und ihre glitschigen Quallenkörper in Stücke reißen. Und natürlich ist deine Armee obendrein mit den modernsten Waffen ausgestattet. Der Mars ist reich an Metallvorkommen und anderen Fossilien, was die Waffenindustrie des Planeten florieren lässt. Ihr seid also bis an die Zähne bewaffnet und nähert euch mit euren Raumschiffen dem Saturn, als plötzlich euer Radar hunderte von seltsamen Flugobjekten ortet, die sich euch in den Weg stellen. Durch eure Bullaugen seht ihr eine Atomexplosion und ein paar Augenblicke später trifft es dich. So haben die Erdenmenschen mit Atomwaffen und Weltraumdrohnen die mächtigste Armee des Sonnensystems vernichtet. Aber du solltest nicht glauben, dass die freundlichen Menschen beschlossen haben, den Saturn zu retten. Sie sind auch hinter seinen Fossilien her. Es stellte sich heraus, dass diese Parasiten nicht zufrieden sind, nachdem sie die meisten Planeten mit der menschlichen Rasse besiedelt haben. Die Erdlinge wollen das Beste aus dem Sonnensystem. Welches Leben würdest du gerne leben? Würdest du versuchen, von Pluto zu fliehen und einen vielversprechenden Job zu finden? Oder würdest du versuchen, Saturn von den Erdenmenschen zurückzugewinnen?